Was macht man in diesem Fall? Die Feuerwehr anrufen. Feuerwehr rufen. Bräuchte man jemanden Freiwilliges, der das macht? Sind Sie das? Das wäre nett. Ich habe hier ein Telefon vorbereitet. Willst du nochmal wen machen? Ich eins. Dann machen Sie das nochmal. Wir müssen auch noch wählen. Probieren wir nochmal. Jetzt nochmal bitte. Feuerwehr 6 am Feldweg in Rennbrücken. Am Feldweg in Rennbrücken? Ja. Wissen Sie bitte genau, wo das ist? Ja, direkt neben der Feuerwehr. Papa, guck mal, da ist Menschen noch betroffen. Ja, stehen einige Menschen drumherum. Okay, aber ist niemand in dem Gebäude? Nein, im Gebäude ist niemand. Okay, alles klar. Ja, ich werde nicht verantwortlich geben, okay. Ich werde nicht verantwortlich. Ja. Es tut mir leid, eure Übung wird abgebrochen. Es brennt tatsächlich an. Hallo? Gut, also jetzt sind wir selber überrascht worden. Jetzt müssen wir abwarten. Wir haben mit der Leitstelle informiert. War die richtige Leitstelle, sehr wohl. Und er sagt jetzt, es brennt wirklich. Von daher müssen wir jetzt mal kurz abwarten. Also die Leitstelle alarmiert. Und jeder von uns, ich erkläre es jetzt trotzdem, was auch immer jetzt passiert. Jeder von uns hat so einen kleinen Alarmanhänger dabei und der sollte gleich platt machen, mit welcher Meldung auch immer. Wir schauen mal. So, jetzt haben wir nur ein Problem, wenn es wirklich brennt, wir müssen jetzt zwei Feuer dann ausmachen, aber das kriegen wir auch geregelt. Wir hätten ja noch die Jugendfeuerwehr da. Also ich halte mal den Piepser so ein bisschen auf Tiefung, dass sie hören, was dann passiert. Und der macht diesen Krach, egal zu welcher Uhrzeit. Und das ist natürlich nachts um vier besonders angenehm, wenn man gerade Tiefungstest schläft. Vor allem aber für die Ehegatten nebendran und die Kinder im Haus, die kennen das dann sehr wohl, weil nämlich dann alle meistens wach sind. So, jetzt gucken wir mal. Also mein Dienst geht nicht, das ist der von den Kollegen aus Holzenstamm. Okay. Also es handelt sich anscheinend um einen Waldbrand in Holzenstamm. Das hören Sie jetzt nicht, weil meistens ist das nicht aufgegangen, weil der steht am Rücken. Ja, und so, also das sind die Kollegen aus Holzenstamm. Wir sehen jeder Tages- und Nacht, auch wenn wir gar nicht gerade keine Zeit haben, weil wir hier noch Fahrzeuge begehen. Aber wir lernen es gerade bei der Leitstelle, dass jetzt auch noch und also man hat sich ganz Entatmenhütte, jetzt ist dort richtige Pieps aufgegangen und Sie haben gesehen, die Kollegen haben reagiert und haben ihre aktuelle Tätigkeit eingestellt, um so schnell wie möglich zum Feuerwehrhaus zu fahren, zu rennen, zu laufen. Wir haben freundlicherweise die Einsatzklamotten hier aufgestellt. Normalerweise sind wir natürlich im Feuerwehrhaus drin und jeder hat seinen Spind. Man zieht sich so schnell wie möglich an, die Klamotten drunter, die werden angelassen, damit es schneller geht. Und dann geht es zum Fahrzeug zum Ausrücken.
Wir bereiten den Umschlag jetzt vor.